Guten Morgen aus Campinghausen. Nicht aus Entenhausen, aus Campinghausen. Ja. Also, wir haben ja da geschlafen, ne? Und dann wache ich eben gerade so auf und denke, nee, also richtig gut geschlafen habe ich übrigens auch nicht. Aber so heute Morgen ging das dann. Und dann kommen hier die ersten Stimmen hier. Sind die schon wach? Ich glaube, die haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Wie lange habt ihr geschlafen? Männer? Lange. Wie lange? Halbe Stunde? Ihr wart doch die ganze Nacht wach, oder? Nein, nicht die ganze. Können wir schon mal reingucken bei euch? Ich war schon nicht eingeschlafen. Könnt ihr schon die Tür aufmachen? Ja. Oh, wir gucken da mal kurz rein. Jetzt geht hier die Tür auf. Ja, das weiß ich. Warum? Das ist die Luft, die ihr ausatmet, die kondensiert an der Zelthaut und ist dann von innen beschlagen alles. Campingwagen hat das nicht. Da ist er, Number One. Guten Morgen. Und Ash ist auch hier. Mensch, das sieht richtig gemütlich aus hier bei euch. Und wo ist es jetzt so richtig nass? Überall hier an den Wänden. Ja, das hat eben schon runtergetropft hier. Ja. Ja, ist aber gut, dass ihr jetzt mal ein bisschen Luft reinlasst, ne? Ja. Aufstehen, das fällt noch ein bisschen schwer. Und ab hier geht's bei Ash weiter. Er hat gesagt, er will das lieber selber machen. Das hat in meinem Video nichts verloren. Also hole ich ihm mal kurz seine Cam und dann kann er da ein bisschen. Ach du Scheiße, wo habe ich die denn gelassen? Es gibt ja so viele Coronaviren. Das wissen wir, glaube ich, alle. 100 vielleicht verschiedene. Es ist eine Großfamilie und diese Großfamilie haust seit Menschengedenken mit uns, mit Tieren. Shuttle zwischen Tier und Mensch verändert sich die ganze Zeit, also eine Großfamilie. Und verursacht weltweit leichte grippale Infekte normalerweise. Husten mit Fieber, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber diese Viren sind die ganze Zeit bei uns gewesen. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht. Das ist der typische Verlauf einer Corona-Epidemie. Das fängt im Herbst an, November, Dezember, manchmal Oktober, geht hoch, hat einen Peak typischerweise im März, geht runter, April, Mai, ist zu Ende im Mai, im Juni spätestens. Hier sieht das auch toll aus, ne? Guck mal. Reste von Pappe. Zwei Dachlatten. Wasser hier, Bunch of Balloons, Wasserbombenmaterial. Hier ist ein Karton, da ist noch mehr Pappmüll drin. Ne? Unser SUP, das also beziehungsweise das Marie zum Geburtstag gekriegt hat von mir. Ja, und was wir damit vorhaben heute, das wird noch spannend. Das ist alles für ein Video bei TipTap. Da müssen wir noch ordentlich was basteln. Ja, so, aber ich gucke jetzt die Cam. Eben mal reingucken hier. Hier ist die irgendwo drin. Ja, mit einer Hand ist das alles immer nicht so leicht. Achso, ne, das ist die Drohne. Falsch. Hier ist. Okay, bin auch noch nicht ganz wach. Hier, das ist meine alte Cam, ne? Die hatte ja Chrissy zwischendurch auch. Und ich glaube, ich benutze die auch bald wieder. Weil ja meine Cam hier. Obwohl, ist das weg? Ne, jetzt ist es in der Mitte hier. Da. Hä? Kann ich denn das? Da. Hier ist jetzt so ein Fleck. Wenn ich die Kamera ein bisschen drehe, geht der da rüber. Und wieder so. Das ist ja nicht so schön, ne? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, stört das? Obwohl, damit, das ist ja fast, als wenn man mich verpixeln würde. Egal. So, also, die Kamera brauche ich jetzt hier. Die kriegt Ash. Die kann er was aufnehmen, wenn er Bock hat. Und dann geht es nachher weiter. So, und schnell nochmal wieder unter die Decke. Es ist ja Urlaub oder so ähnlich. Also, guck mal, was Marie gerade macht so zum Thema Urlaub. Ihr habt meine Kommentare gemacht. Guten Morgen. Und guck mal, wo wir hier nächtigen. Wir sind hier im Kinderzimmer sozusagen. Also, die beiden Kinder, die sind ja da, immer unter unser Obhut.
Sagt mal Hallo, Kinder. Hast du das gehört? Sag mal Hallo, Kinder. Hoi, hoi. Ja, und da ist ja unser Bett. Das haben wir ja zerrupft, damit die Kinder auf den Polstern schlafen können. Na schön, so. Klack, das war die Cam. Ich muss mal den Monitor umstellen. Ja, aber gleich heißt es auch raus. Wir haben nämlich heute noch volles Programm, ne? Ja, aber Max kam nicht vor 11. Okay, dann müssen wir ja auch noch ein bisschen frühstücken. Um 11 ist er in der Schule noch, weil die da Fotos machen, Abschiedsfotos, also Klassenfoto, glaube ich, machen die. Wow. Ja, und richtig viel geschlafen haben wir hier auch nicht. Also, ich hatte die ganze Zeit so, ne, ein Auge und ein Ohr hier nach draußen, gucken, was die da machen. Und irgendwie hier so diese Betten, ich habe hier noch nie geschlafen. Ne? Konntest du gut schlafen hier? Nee, ne? Diesmal eigentlich nicht. Also normalerweise schlafe ich total gut hier im Wohnwagen. Aber da gestern die Kinder alleine da draußen geschlafen haben und wir hier das Fenster auch kurz aufgemacht haben, erstmal konnte ich auch nicht einschlafen. Und dann, ich glaube so gegen 3, fing schon die Vögel an zu zwitschern. Die ganze Zeit waren die so laut. Die sind fleißig. Und dann wurde es auch schon heller und dann ja. Das war wieder. Also ich hatte glaube ich 2 Stunden Schlaf oder so. Das Klacken war eben wieder hier von meiner Klappe hier hinten, wo das Bild drin zu sehen ist, was ich aufnehme. Männer? Ja? Wollt ihr Brötchen holen? Nee. Was? Nee, ich lasse doch erstmal wach werden, Schnucki. Nein, generell, wollt ihr Brötchen holen? Weiß ich nicht. Sollen wir das machen? Ja. Nee. Also früher und auch heute noch bin ich ja der Erste, der losläuft, um Brötchen zu holen. Was Besseres gibt's doch gar nicht. Also, na gut. Soll ich die jetzt holen oder nicht? Jo. Nein, er kann das nicht holen. Nein, ja, nein, ja. Okay, wir werden's sehen. Guten Morgen. Und nochmal guten Morgen. Und jetzt beginnt mal langsam der Tag. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 9:15. Schnucki, wollen wir mal hoch? Komm, lass aufstehen. Wir können jetzt ja endlich mal in die Dusche gehen hier, die ja bisher immer gesperrt gewesen ist, als wir hier gewesen sind. Ja. Gesperrt wegen Corona. Gerade eben habe ich mich überhaupt mit meinem Schnucki hier unterhalten, was ich als Kanzler hier gegen Corona machen würde. Das wäre nämlich ganz einfach. Und zwar würde es morgens Frühsport für alle geben, deutschlandweit, direkt im Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen ist dann auch Pflicht. Und dann bewegt man sich eine halbe Stunde. Anschließend gibt es Gemüse und Obst zum Frühstück. Und dann müssen alle noch zwangsweise raus, spazieren gehen. Morning Walking wird Gesetz. Also genug Vitamin D, genug Vitamin C, genug Bewegung, genug von allem, was gesund ist. Und dann wird auch keiner mehr krank von Corona. Und dann braucht man auch keinen Impfstoff. Man braucht halt einfach nur mal ein gesundes Gehirn. Das lassen wir jetzt aber alles hier. Schnucki, wollen wir jetzt duschen gehen oder was? Was? Nein? Dann gehe ich alleine. Jetzt muss ich erstmal hier meine Schlopki raussuchen. Schlopki, wer weiß, was das heißt? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und hier irgendwo. Das ist übrigens unser Koffer hier. IKEA überall. Und da sind. Hier, Badelatschen. Die muss ich jetzt anziehen. Mit den Sport. Mit den Sneakers kann ich ja nicht in die Dusche gehen. Kommst du jetzt mit oder nicht? Badelatschen an und los. Es kann losgehen. Auf in den Tag. Shampoo nicht vergessen. Handtuch. Im Kofferraum sind die Handtücher. Nicht ausgeräumt. Gestern war alles zu spät. So, jetzt geht's duschen. Und zurück von der Dusche geht's jetzt direkt ans Frühstück machen. Hier geht's mit Orangensaft los. Marie hat hier auch schon einiges vorbereitet. Es gibt ja hier jede Menge Obst und Gemüse, sehe ich gerade. Schnucki, was ist hier los? Obst und Gemüse? Obst und Gemüse. Für wen? Du mal, ich ziehe mich gerade um. Und was macht ihr? Nee. Was? Müde. Ja, ihr müsst mal auch schlafen nachts und nicht hier immer über den Campingplatz rennen.
So sieht das also aus, wenn man die ganze Nacht nicht schläft. Wir haben geschlafen. Ja, ja, das habe ich früher auch immer gesagt. Okay, also das letzte Mal habe ich ja meinen Orangenschalenturm schon gezeigt in irgendeinem Video. Das lasse ich jetzt mal weg. Und das hier ist meine Orangensaftausbeute. Fast 1,5 Liter habe ich rausgepresst. Und jetzt gibt's Frühstück. Endlich. Habe ich das nicht schon 5-mal gesagt jetzt? Da ist unser Frühstücksplatz. Die Kinder haben ja eben schon gesagt, denen ist zu warm. Also halber Platz im Schatten. Und die andere Seite hier für uns in der Sonne. Schnucki macht sich schon klar für die Sonne. Ja, und jetzt warten wir noch auf die Kinder. Die sind nämlich schon wieder auf dem Campingplatz unterwegs. Und hier ist die hungrige Meute. Es gibt jetzt Frühstück hier. Guten Appetit. Was gibt es hier alles zum Frühstücken? Frisch gepressten Orangensaft. Nichts. Was isst du so? Äpfel. Okay, zum Frühstück auch sehr gut. Und du? Honigmelone. Honigmelone. Und der Wurst, wer ist denn hier? Wo? Ach, hier, du, ne? Ja. Und hier ist sogar mein Porridge. Das darf nie fehlen. Den Rest von Frühstück, den kann man dann bei Ash auf dem Kanal sehen. So, während ich jetzt hier meinen Mittagsschlaf, meinen Frühstücksschlaf gehalten habe, wäscht mein Schnucki ab. Und wir haben auch kein Wasser mehr. Und dann habe ich gesagt, hey, was möchtest du machen? Möchtest du den Frischwassertank auffüllen oder den Abwassertank wegbringen? Und was sagst du dazu? Gar nichts von beiden. Du machst beides. Weil ich ihn die ganze Zeit hier aufgeräumt habe, abgewaschen habe. Habe ich nicht eine nette Frau? Und lächelt sie nicht immer freundlich in die Kamera? Die ist in meinen Videos genauso freundlich wie in ihrem Video. In ihrer Kamera, würde ich sagen. In ihren Videos. Oder? Mhm. So die Beste, ne? Mhm. Ich brauche Wasser. Kamera, guck doch mal in die Kamera. Wasser. Ja, so! So wollen wir dich sehen. Wasser. Und nervt nicht. Das ist verdammt. Ich möchte noch jemandem ein Brötchen oder noch Brötchen überbehalten. Also, ich warte hier auf euch. Es kommt keiner. Okay, dann essen wir die. Jetzt müssen erstmal meine anderen Schuhe kommen. Mit den Dingern kann man hier überhaupt nicht rumlaufen. Die sind so warm. Einmal umsteigen bitte. In diese hier. Ach, jetzt ist das da unten umgeknickt, verflixt. So, ach, und da ist es auch umgeknickt. Na, das geht ja mal gar nicht. So, so. Fertig. Ach Leute, und wenn ich hier so sitze zwischen Auto und Woni, dann bedeutet das wieder mal nur eins. Der Abwassertank ist voll. Das muss ich schon wieder austauschen, verflixt. Schnucki, nichts mehr ablaufen lassen, na? Der Abwassertank ist voll. Echt? Ja, und das macht mir immer so viel Spaß, den auszuleeren. Beim letzten Mal habe ich ja Migräne gekriegt. Ne? Ach nee, das war die Kloake. Okay, also ran an den Abwassertank. Und geschafft. Wir brauchen ja nachher nochmal dieses SUP und ich habe das hier in der Mittagshitze aufgepustet. Ich wäre fast umgekippt, ne? Na gut, also jetzt warte ich hier auf die anderen, weil Ash ist jetzt einmal Hausaufgaben machen gefahren, mit Marie einmal nach Hause und der kommt gleich wieder. Dann geht es hier mit dem krassesten aller Tip-Tap-Videos los. Ha, ich glaube, da kommt schon jemand. Ich glaube, das ist das erste Video, in dem wir eine Drohne einsetzen. Also wir haben gerade ein Video gedreht für Pokémon. Ich weiß jetzt nicht, wann das kommt, da bin ich nicht so viel. Mann, Tür, bleib doch mal. Ach ne, da steht was hinter. Also ich weiß nicht, wann das kommt, deswegen will ich da mal nicht so vorweggreifen. Da haben wir also auch einmal mit der Drohne aufgenommen. Und hier bei diesem Video wird jetzt auch nochmal richtig schön mit der Drohne. Nur ein paar richtig geile Aufnahmen dabei. Hoffe ich. Ich habe sie ja noch nicht gemacht. Vielleicht fällt die Drohne auch ins Wasser, kein Plan. Ich hoffe nicht. Und da sind sie schon. Es kann losgehen. Hallo. Na, seid ihr fit? Ja. So Leute, jetzt sind wir schon einigermaßen davor. Also wir könnten auch direkt hier einziehen, ne? Ja. Die Burg ist so gut. Nimmst du noch auf? Ja, ich gehe auf jeden Fall weg. Die Burg ist so gut, dass man hier direkt wohnen kann. Sieht auf jeden Fall echt richtig geil aus. Und gleich geht hier alles im Gefecht kaputt. Aber was für ein Gefecht das wird, das seht ihr bei Tip-Tap. Also ich glaube, man sieht, dass es ein bisschen warm hier ist, ne? Ihr müsst wissen, da ist ein bisschen Wasser noch drin. Die Wasserbomben. Beste. So, wir sind fertig mit dem Video. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Und ich muss euch kurz noch mal was zeigen. Das sind die Reste, die hier stehen geblieben sind. Okay, Max macht Mama nass. Und wir haben uns eigentlich gerade alle gegenseitig hier nass gemacht. Hier wird noch der Rest abgebaut.
Ja, was mag das gewesen sein? Das gibt's halt bei TipTapTube zu sehen und wir müssen jetzt hier erstmal unseren Müll wegräumen. So, Feierabend wird eingeleitet. Es ist 3:15, 3:20. Gesehen? Wir müssen jetzt aufräumen und es ist schon wieder etwas absolut Erstaunliches passiert. Etwas Schreckliches. Diesmal ist aber nicht Brilli weg, sondern, ich glaube das nicht, Schnucki. Es ist was Schreckliches passiert. Oh. Etwas absolut, so jetzt sind wir beide drauf, etwas absolut Schreckliches. Weißt du das schon? Ja. Zecke? Nein. Ach ja, Zecke. Ja, das war schlimm. Ich musste vorhin Ash eine Zecke rausziehen, ja, weil die ihn in die Kniekehle gebissen hat. Das war richtig fies. Also wir hatten heute alles hier, ne? Und normalerweise... bis ich diese Pinzette gefunden habe. Ja. Und er hat schon, er sagte, Mama, ich kenne einen Trick von TikTok. Wir haben eine Karte genommen, also so eine Papierkarte. Und dann kann man da irgendwie so ein Dreieck reinschneiden, sagte, und damit müsste es gehen. Aber ich habe es versucht und das ging nicht. Zum Glück hatte ich nachher die Pinzette. Ja. Ja, so. Heute Morgen hat man mich ja gesehen hier. Nee, hat man gar nicht. Doch, man, wer auf dem Campingplatz war, hat mich gesehen. Ansonsten, ich habe es ja diesmal nicht gefilmt. Aber ich habe im Schweiße meines Angesichts dieses Ding aufgepustet hier. Ich war echt platt, ne? Und jetzt, also es sollte eigentlich für eine Szene von TipTapTube sein, wo hier Max und Chrissy so auf dem See längs waren und wir dann von der Seite die mit Wasserbomben abschmeißen. Das ist so die Rache von einer Szene aus dem Video. Und nachher, ey, das TipTapTube-Video, das ist so lang geworden. Wir haben da so lange dran gesessen. 2 Tage jetzt. 2! Wir haben gestern alles gedreht, was so ums Haus passiert. Heute alles gedreht, was hier so auf dem Campingplatz oder in der Nähe des Campingplatzes hier. Aber man darf nicht und vergessen, dass... Ich habe jetzt gesagt, die letzte Szene, die fällt weg. Ich kann nicht mehr. Das war so... Und dann in dieser Hitze und in diesen Zecken und Bremsen und Hornissen, alles was hier rumfliegt, die Kinder wollten nicht mehr, ne? Und das, was wolltest du sagen? Ich habe gesagt, aber es hat deswegen so gedauert, weil wir hinterher aufgeräumt haben. Also der Dreh an sich hat nicht lange gedauert. Das ist hinterher drumherum. Aufräumen, und das erstmal bauen, was wir da gemacht bauen. Haben. Und dann bin ich da ja noch mit der Drohne lang geflogen. Mit der Drohne musste ich dann bin ich erstmal einmal so geflogen und dann wieder so. Und dann kam das so nachher nicht auf den Punkt und es war alles nicht so leicht. Und das alles bei 40 Grad. Ne, 50 waren das bestimmt. Es ist total heiß. So, jetzt werden wir hier ein bisschen aufräumen. Und dann geht's mal nach Hause, ne? Ja. Videos schneiden. Das wird jetzt wehtun. Es wird wehtun. Es wird so wehtun. Nein, und es wird laut werden. Achtung, es geht los. Ich habe ja hier gerade die Haare weggehauen, ne? Ah, frische Luft. Oder auch nicht. So, und das nächste Teil, nachdem die Jungs das aufgebaut haben hier und Ash irgendwie auch nach Hause ist gerade mit Max und Chrissy, weil er keinen Bock mehr hatte auf Zeckenbiss und dieses ganze Gedöns, was hier rumfliegt und die Hummeln, wollte ich gerade sagen, Hornissen und es ist so warm. Ich habe hier selber schon die ganze Zeit nur im Schatten vom Wohnwagen gestanden. Eigentlich dreht er auch gerade ein Video, ne? Ich glaube, das hat er gerade vergessen. So, also... Inhalt des Videos bei ihm wäre ja eigentlich nochmal Zeltabbau, aber das mache ich jetzt. Der Junge braucht Ruhe. Also ich eigentlich auch. Ich noch mehr als er. Was macht er eigentlich jetzt zu Hause? Was? Was macht er zu Hause? Wer? Ash? Das weiß ich nicht. Auf die Schule vorbereiten, ne? Hat er vorhin schon gemacht. Ne? Ach so. Er muss nur noch Rucksack packen für morgen. Und abruptes Ende. Ich bin hier gerade am Schneiden und denke so, ups, wieso geht's da nicht mehr weiter? Da war schon Schluss. So, also. Achso, ich filme jetzt übrigens gerade mit der Cam, die Ash jetzt hat, die ich vorhin gezeigt hatte. Also nicht diese hier. Das ist ja die, die den Wasserschaden hat. Ja, na gut. So, achso, was ich noch sagen wollte. Mein Musikkanal, YouMusic, der heißt jetzt nicht mehr YouMusic, also nicht mehr YMSC. Kann sich auch keiner merken. Wir heißen jetzt ganz einfach TipTapTube Music, weil nämlich ja auch die Musik von dem Kanal bei TipTapTube kommt. Also wir benutzen das so als Hintergrundmusik. Und bei mir und bei ziemlich vielen. Also eigentlich bei allen unseren Kanälen. Ich glaube, ja.
Okay, also, das war's jetzt. Bis dann. Ciao.